Patrick, wenn du dann soweit bist, ne? Wir werden auch soweit. Wir werden auch soweit. Ja, wir lässt laufen. Ja. So fängt eben heute Neues aus der Werkstatt an, oder? Hallo zusammen. Hi. Bei Werner funktioniert ja irgendwie die Hupe nicht. Werner, oder die Hupe geht. Ja, die funktioniert, die Hupe. Die geht nicht. Ich schau mal vor, die geht. Wo geht die? Die geht. Was war denn dran? Der hatte funktioniert vor die Hupe nicht mehr. Was? Die Hupe war kaputt. Hey, Kabel. Kabel unten, oder? Ja, René. Ah, das ist René. Deswegen hat er gesagt, die würde, hätte immer gehupt. Ab und zu Dauerton. Ab und zu Dauerton. Das ist hier hängen geblieben. Ja, komm mal, gucken. Und hat up gemacht. Also Arbeitsstromrelais. Jürgen, erklär doch mal bitte, wofür. Ein Arbeitsstromrelais. Wofür brauchen wir ein Arbeitsstromrelais, ne? Da kann man doch hier also, gut sehen. Guck mal da oben, die kleinen Käbelchen. Zeig mal, ich mach's gleich auf. Guck, hier oben sind zwei ganz, Werner, zeig mal ganz die Käbelchen. Kleine Käbelchen. So, hier sind zwei dünne Kabel dran. Das ist, eines ist Minus und das andere gibt es Minus weiter runter zur Hupe. Und die sind ja nicht besonders dick, die Kabel. Und deswegen baut man ein Relais ein, um die Leistung, die am Relais ankommt, an der Hupe ankommen soll, zu verstärken. So ein Relais kann mit einem geringen Strom geschaltet werden und schaltet dann einen großen Strom. Weil das, die Hupe ist nicht normal. Bis zu 30 Ampere hat so ein Relais hier. Können wir dich mal eben rauffahren, dass wir mit dem, mal eben zeigen, wie die Hupe... Du kannst doch drin bleiben. Einer muss ja hupen. Oh, hör auf, aber nicht, wenn wir da unten drunter sind. Also der hat da unten mega Hörner drunter. Die nehmen ganz viel Strom auf. Das kann nicht über das kleine Kabel da laufen. Das zeigen wir euch mal eben. Der hat sogar Hörner. Hörner? Was habe ich gesagt? Der hat Hörner. Weil das ist ja unnormal. Das hört sich ja eher an wie Krankenwagen. Guck mal, pass auf, ja, mit der Tür, danke. Wäre auch schön gewesen. Tür rauf, oben sind so Lampen. Da waren Lampen, wäre die Tür dann kaputt gewesen. So, auf jeden Fall hat der, das erklärt mit, ja, dem, mit dem, ja, hohen, ja, ja, kleinen Strom und einem großen Strom. Genau. Und da könnt ihr euch die Hörner mal anschauen. Die hatte vorne in der Reserveradmulde, habe ich vorhin schon gesehen, weil der Werner da dran am Schrauben war. Ah ja. Ja. Hier, da sitzt so eine Kompressorfanfare. Das ist der Kompressor, das hier, siehst du, kommst du dran? Ja, das ist der Kompressor, der erzeugt Luft, Luftdruck. Geht hier über den Schlauch an die beiden Hörner. Ja, von der Seite kannst du es auch mal gucken. Das ist neu. Ja, das hat er sich eingebaut, weil das ist nicht normal. Reserverad brauchen wir sowieso nicht. Das ist doch der ideale Platz. So, und dann hier vorne. Zwei so und hier vorne. Zu bringen. Patrick, komm mal mit. Hier vorne hat er das Relais eingebaut. Hat der Werner jetzt ein neues Relais reingemacht und hat das schön in eine Tüte eingepackt, damit er. Nichts mehr passiert, weil hier haben wir das Relais. Machen wir jetzt mal auseinander. Oh ja, das ist ein bisschen verschmockt. Verschmockt und hier bleibt auch kleben. Und hier ist dann der Kontakt. Und dieser Kontakt bleibt natürlich dann kleben. Ich biege die mal auseinander. Das kann man doch wieder reinmachen, ne? So auseinandergebogen. Ja, da dieser Kontakt. Ja, das ist verbrannt. Ist da verbrannt. Und dann bleibt sie kleben. Stell mal vor, mit der Hupe. Pass auf. Du hast ja gesehen. Werner, ja. Drück mal drauf. Ja. Ja, die kann was. Stell dir mal vor, mit der Hupe, die hat Dauerton. Du hast ja gesehen, das sind zwei Hörner hier drin. Die dürfen auch nur einen Ton erzeugen. Ne? Es gab die anfangs auch mit Umschaltung. Habe ich in meinem Käfer. Da haben wir. Genau die Melodie. Ja. Da waren es aber fünf Stück oder so. Da waren fünf von den Dingern. Fünf Stück und die haben es dann verteilt. Haben eine Melodie gemacht. Die gab es auch als sieben und sowas. Das war nicht erlaubt. Ja, guck mal hier, kannst du sehen. Aber laut waren sie. Wie viel Wasser und Schmocki da drin ist. Na, schön. Ja, sehr wahrscheinlich auch so rum eingebaut. Das baut man dann so rum ein, dann läuft das Wasser dran vorbei und hat es. Aber er hat es ja auch mit einem Isoliermann abgeklebt. Ja. Okay. Gut. Super. Sollst du ihn da oben lassen? Oder? Werner, willst du da oben bleiben? Ja, leider. Ja, ist klar. Ja, wenn der Schwarz wird vor Augen, ne? Ja, da bist du nicht tot, da bist du eingeschlafen. Jo, also das zum Horn. Und hier vorne haben wir einen, ist das ein Micra, ne? Sieht aus wie ein Nissan Micra. Genau, Nissan Micra. Hast du die Arbeitskarte? Ich habe keine. Hast du keinen? Guck mal, hängt bestimmt an der Hebebühne. Okay. So, und der Micra hatte folgendes Problem, da... Nissan Micra, Baujahr 2009,
107.000 Kilometer gelaufen, aber stehen keine anderen, hat keinen Schein dabei. Achso, weil wir die Kupplung schon bestellt haben. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall hat der Wagen Probleme mit der Kupplung. Und heutzutage ist ja so, da gibt es nicht mehr wie früher, gab es so ein Seil, so ein Kupplungsseil. Das können wir gleich mal an dem Käfer da hinten zeigen, da müssen wir gleich sowieso nochmal dran. Heutzutage ist es so, da gibt es einen Geberzylinder, der sitzt in der Kupplung. Der drückt dann hier. Hydraulischer Geberzylinder. Er drückt dann hier drauf und dann sieht man, wie die Flüssigkeit dann noch rauskommt. Ja. Bremsflüssigkeit übrigens. Sieht aus, wie, als wenn Wasser mit drin wäre, oder? Schien jetzt so. Schien so. Ja, okay. Auf jeden Fall ist der auseinandergeflogen, kann man hier unten sehen. Da drückt man oben auf den Geberzylinder drauf, also auf das Kupplungspedal. Die Bremsflüssigkeit wird hier durchgedrückt und betätigt dann hier die Kupplung. So, und das Ding ist hier gebrochen, gerissen. Und er ist sogar durchgeschliffen, ach so, okay, weil er dann immer wieder drauf gedrückt hat. Jetzt stellt sich aber wahrscheinlich der eine oder andere die Frage, wieso ist denn in einem Kupplungszylinder Bremsflüssigkeit drin? Ja, das liegt beides an einem Zylinder, an einem Ausgleichsbehälter. Für die Bremse und für die Kupplung. Können wir vielleicht nachher mal oben sehen. Ja. Können wir drunter? Nee, jetzt auch nicht. Bei dem. Da geht nicht runter. Nee, du hast die Stütze drunter. Ja, ja. Der Ausgleichsbehälter hat den Anschluss für die Kupplung meistens in der oberen Hälfte, sodass, wenn etwas kaputt ist, zum Beispiel dieser Geberzylinder, wenn der kaputt ist und verliert die Bremsflüssigkeit, dann darf dieser Ausgleichsbehälter nicht leer laufen. Deswegen hat man den Anschluss oben, oberhalb dran gemacht. Wo haben wir den? Da können wir jetzt leider nicht. Als wenn das der Ausgleichsbehälter wäre, dann wird die Bremsflüssigkeit hier unten entnommen, beziehungsweise unten drunter. Und die Kupplung wird hier oben entnommen, sodass, wenn die leer läuft, nur ein bisschen rausläuft, aber wir immer noch die Bremse haben und Bremse gewährleistet ist. Sonst kann man keine Bremse mehr. Und in dem Moment wird dann auch innen drin die rote Kontrolllösche angehen. Achtung, Achtung, Bremse. Aber wenn die Bremse, die Kupplung so auseinanderfliegt, fährt man sowieso nicht mehr weit, weil dann kann man nicht mehr trennen. Die Kupplung wird nicht mehr getrennt und dann ist durch. Und hier kann man auch sehen, dass die schon ganz schön geschliffen hat. Da vorne ist auch so blau angelaufen. Ich denke, da wird das schon länger ein Problem mit haben. Ist schon länger was geschliffen. Ja, die Kupplung ist auch runter. Ist runter. Ja, ja. Da ist nicht mehr viel. Das hier ist das Maß eigentlich. Und man sieht hier diese Belüftungs... mal Hupe geht. Hat Spaß. Da sieht man, dass da nicht mehr viel Belag drauf ist. Also die Kupplung ist eigentlich runter. Wie viel hat es ja gelaufen? 100? 107.000. Ja, das ist natürlich was früh. Ne? Ja, aber wenn so ein Auto viel in die Stadt gefahren wird, Kupplung treten, Kupplung treten, Kupplung treten. Ne? An jeder Ampel stehe ich da, was weiß ich wie lange. Ja. Und dann ist die halt vorzeitig runter. Darauf achten, dass man nicht immer den Fuß auf der Kupplung lässt. Es sind ja so einige, lassen einfach den Fuß auf der Kupplung. Dann ist immer hier Druck auf dem Teil drauf. Also das drückt immer da drauf. Damit werden die Federn hier entspannt und der Kontakt zwischen Motor und Getriebe ist dann erstmal getrennt. Aber wenn ich die ganze Zeit drauf stehen bleibe, ist es eine höhere Belastung einfach. Macht es die ganze Zeit die Motordrehzahl mit? Der liegt sowieso an. Ja. Die liegt sowieso an. Aber nicht mit Druck. Ja, richtig. Und wenn du noch Druck drauf gibst, dann hast du dann. Ja. Also, das ist überhaupt mega ungesund. Sollte man nicht tun. Ne? Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum Käfer. Ein den Käfer. Haben wir, das war der Käfer damals, den man mal gezeigt hat. Hat man hier auch ein Video gezeigt. Da war die. Pass auf. Die Achse hinten nicht in Ordnung. Da waren die Drehstabfedern nicht okay. Da haben wir super Tipps bekommen. Und. Komm, geh mal rüber. Ja. So. Und dann hatten wir ein riesen Thema mit dem Wagen. Und zwar. Lief ja nicht. Da haben wir erstmal Zündung eingestellt. Das wollen wir euch mal zeigen, wie man die Zündung bei so einem alten Käfer einstellt. Das ist alles super easy und nicht so kompliziert wie heute. Wie heutzutage, der hat ja noch Zündkontakte. Weiß nicht, ob das werden einige gar nicht kennen. Machen wir mal auf. Hier ist der Verteiler kap runter. Verteiler. Das ist der Zündverteiler. Das ist der Zündkontakt. Zeig mal den Verteilerfinger, wo hast du den hingeschmissen? Ja, hier ist der Verteilerfinger. Da ist der Verteilerfinger. Also der Zündfunken kommt hier in der Mitte an, hier an diesem kleinen Kohlestift. Wenn die Zündspule produziert, geht hier durch das Kabel durch. Das Kabel in der Mitte drauf. Hier rein. Hier kommt er an diesen Kohlestift an. Das ist der Verteilerfinger, der sitzt hier drin. Und wenn der sich dreht, verteilt er den Zündfunken an die jeweils einzelnen Zylinder, geht über die Kabel rüber zur Zündkerze. Mit der Zündreihenfolge, das ist ein Boxermotor, 1, 4, 3, 2.
Das ist die Zündfolge für den Boxermotor. Hier hinten ist der erste Zylinder, zweiter, hier auf der Seite dritter und vierter. Boxermotor heißt, die Kolben liegen so und arbeiten. Ja, Boxen. Waagerecht. Waagerecht. Rechts und halt die alte BMW auch. Kurbelwelle ist hier in der Mitte. Genau. Und nach rechts und links werden die Pleuel und die Kolben gestreckt. So, dann sind wir an dem Verteiler, der verteilt den Funken, aber der Funke muss ja erstmal produziert werden. Der wird produziert hier über den Zündkontakt. Dieser Zündkontakt ist an der Zündspule angeschlossen und wenn der Zündkontakt geschlossen ist, baut sich hier in der Zündspule ein Magnetfeld auf und in dem Moment, wenn hier dieser kleine Nocken, mal gucken, ob man das sehen kann, hier, können wir mal drehen, den Motor. Ja, das ist ziemlich stramm, ne? Ja, hier, wenn man den dreht, guck mal. Patrick, da, wenn du das jetzt dreht, geht der jetzt auf, der Kontakt. Da, jetzt ja, jetzt geht er hoch. So, in dem Moment, wenn der aufgeht, ist es so, dass der Funke, das Magnetfeld zusammenbricht. Es wird in der Spule ein Funke induziert und durch das Zusammenbrechen des Magnetfelds, dann kann man Zündfunken zwischen 10 und 20.000 Volt. Das ist im Prinzip heutzutage ein OT-Sensor. Der gibt nur ein Signal an Steuergerät und das Steuergerät macht das über einen Transistor, schaltet das ab und an. Das hat man früher eben mechanisch gemacht. So ein Teil musste früher alle 7.500 Kilometer erneuert werden mit neuen Zündkontakten und neues Ölmuster rein. Und hier kann man schön so eine Markierung sehen. Guck mal, Patrick, wenn du mal hier reinschaust, da siehst du so eine Kerbe in der Schwungscheibe. Da ist die Kerbe. Und der Zündfunken soll entstehen, wenn diese Kerbe genau mit diesem weißen Strich oder mit dieser Kante übereinsteht. So, und das können wir machen, indem wir die den Verteiler lösen. Und früher musste, wie gesagt, die Zündung regelmäßig eingestellt werden. Das brauchen wir heutzutage eigentlich nicht mehr. Das macht heutzutage das Kennfeld vom Motor und dem Steuergerät. So, wir haben das früher so gemacht. Guck mal. So. Und jetzt schauen wir in dem Moment, wenn der Funke aufgeht, geht die Kontrolllampe an und so ist dann die Zündung da. Wenn der Jürgen dreht jetzt, zack, hier. Ich drehe den Verteiler und indem die Lampe angeht, das ist der Moment, wo der Hammer vom Amboss weggeht. Das eine, das ist der Hammer hier drin vom Kontakt und das, wo der aufschlägt, ist der Amboss. Genau dahin. So, und wenn der sich öffnet, zack, jetzt. Du kannst mal gerade zeigen, wie der Zündfunken dann flitscht. Ach so, okay. Vierer. Ja, kann man jetzt auch sehen. Warte, noch nicht. Das tut nämlich weh. Kann man mal hier drauf halten. Pitch, pitch. So. Mach nochmal. So, in dem Moment, wenn der Funke kommt, bopp, stellen wir jetzt hier. Machen wir den Verteiler wieder fest. Und dann haben wir die Zündung eingestellt. Das war's schon. Und somit muss der Wagen laufen. Das kann man dann noch mit einer Stroboskoplampe noch mal überprüfen, aber eigentlich haben wir so früh den Käfer eingestellt. Ja. Und damit lieber auch. Wir haben natürlich für die sich auch ein bisschen auskennen, vorher den Schließwinkel eingestellt. Und hier, da denkt man sich, so eine blöde Kappe, die kann man auch wegschmeißen, die Kappe. Was für ein Quatsch, wofür machen die so eine Kappe rein? Das ist eine Staubkappe, weil hier oben drauf ist ein kleiner Kohlestift. Und dieser Kohlestift reibt mit der Zeit ab, dann fällt der Staub runter auf den Kontakt und dann haben wir ein Problem am... Wow. Die Zündung ist mal an. Hey, 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 hey. Der Jürgen hat jetzt gerade den... Der Hallo. Jürgen hat jetzt gerade den Dings drauf gemacht, den Verteilerfinger wollte er drauf und hat dabei den Verteiler gedreht. Dann habe ich eine bekommen. Ich habe den Kontakt kurz geöffnet und dann ist der Funken entstanden, genau wie wir eben gezeigt haben. Scheiße. Tut mir leid, Holger. Aber wirklich. Der lügt. Nee, ist nicht so schlimm. Kann man überleben. Mein Problem ist, ich habe so ein bisschen Schweißfüße und da habe ich natürlich eine bessere Erdung. Und dann. Ich hab ein bisschen Schweißfüße. Das heißt, tut ein bisschen mehr weh. So, zu dem Wagen nochmal. Zündung eingestellt, dann hat der Wagen. Ist der immer wieder, haben wir laufen lassen, haben wir den Vergaser überprüft und der Vergaser, wenn man hier mal reinguckt. Der ist eigentlich ziemlich fritte. Da kann man mal unten durch sehen, wie der eingerostet ist. Kannst du nicht sehen, weil ich drehe mal andersrum. Leuchtest du mal eben, Junge? Ja. So. Da kann man schön sehen, wie das ganze Ding verrostet, verschmuckt ist. Ja, da siehst du es genau. So sieht der natürlich auch von innen aus.
So, und dann haben wir gedacht, okay, alles klar, wir machen den mit neuen Vergaser drauf, weil der Wagen knallte und furzte, sprang schlecht an und dann... Zeitweise gar nicht. Genau, dann haben wir dem einen anderen Vergaser drauf gebaut. Oh, sorry. Wagen nochmal gestartet und... ja, das kann der Jürgen ja jetzt mal machen. Starte mal, könnt ihr mal gucken, wie der Wagen läuft. Er springt jetzt sogar an, weil er ist schon ein bisschen warm. Nochmal. Nochmal. Holger, irgendwie? So, da würde man sagen, Zündung stimmt nicht. Aber haben wir ja gerade eingestellt, die Zündung. So, und dann haben wir hin und her überlegt, kann ja nicht sein, wie kann das sein? Wie lange so. Hat der gestanden jetzt? Ein Jahr? Keine Ahnung, das ist ja ein älterer Wagen. Und dann sind wir dahinter gekommen. Und zwar, schaut euch mal den Sprit an. Den Kraftstoff an. Schraubenzieher. Ja. So, hier oben, hier ist die Kraftstoffpumpe, also nochmal zu erklären. Hier. Diese Leitung geht der Kraftstoff hier durch, ist doch richtig mechanisch. Hier ist so eine Membrane mit einer Pumpe, die pumpt, so eine alte Pumpe, die kennt man doch vom eine Wasserpumpe, ne? Also so einem Garten. Wie nennt sich so ein Ding? Schwengel. Wie nennt sich so eine Pumpe? So. Da muss ich auch. Warte mal, der Werner ist alt genug, der weiß das. Membrane drin und saugt die Wassersäule hoch. Schwengelpumpe. Ich komme nicht drauf. Schwengelpumpe? Ja. Das ist eine neue Idee. Wir kommen gleich mal drauf. Auf jeden Fall wird das hier drüber gepumpt, hier rauf gepumpt, hier in die Schwimmerkammer rein. Da sammelt sich dann der Kraftstoff an. Und jetzt machen wir hier mal. Ups. Mach's eben. Auf. Ein Dröppchen? Ja, ein Dröppchen. So. Und Jürgen startet jetzt mal. Warte mal ganz kurz. Ich zieh mal hier ab, dass der Zündfunke nicht da ist, sonst könnte es brennen. Ich starte mal. Ja. So, da sieht man, hier das so schubweise, ne? Wie so im Garten. Bob. Was hört? So, und das ist der Kraftstoff, den wir jetzt da rausgeholt haben. Er sieht ja schon mal komisch aus. Sieht so ein bisschen aus wie wenn Jürgen. Nee. Das sieht aus wie Bremsflüssigkeit. Ja, oder wie eine Urinprobe. Werner! Wie heißt doch mal so eine Pumpe? Die Pumpe, so eine Schwengelpumpe. Wie nennt ihr sie? Im Garten. Die. Schwengelpumpe. Ja. So sieht Kraftstoff aus dem Wagen. So ein bisschen. So. Stark gelb aus. Und guck mal, so sieht Kraftstoff aus. Gerade frisch an der Tankstelle geholt. Ich würde sagen, da sieht man schon einen schönen Farbunterschied. So ganz, ne? Ganz klar, was ist der Unterschied. Da sagt der eine oder der andere. Hubkolbenpumpe. Ja, also Schwengelpumpe, ne? So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist hier der Kraftstoff jetzt. Warte nicht. Und das ist der neue Kraftstoff. So. Bob. Wupp. Zünd da nochmal an. Es brennt nicht. Noch ein bisschen. Jetzt kommt er. Ja, bisschen. Aber, ja, guck mal, der Unterschied, wie die Zündfähigkeit ist. Ja. Das geht natürlich viel schneller hier. Ne? Also, ne? Das ist richtig. Man sieht eindeutig, wie das Ding. Kannst du in der Halle ein Lagerfeuer machen? Ja, mach mal aus. So. Und hier nochmal zum Vergleich. Ich finde einfach total der Hammer, ne? dass das so beschissen brennt. Und zu den nochmal an, den alten Kram hier. Da. Zack. Also, was da für ein Unterschied ist. Warte. Also das Frische brennt drei Nummern besser als das Alte. Guck mal, das Alte hat schon aufgehört wieder. Ja, und oh. Das brennt immer weiter. Boah. Und dann habe ich natürlich im Fahrzeug auch... Nicht mal Unterschied, nicht mal. Boah. Hammer, oder? Boah. Also, da kann man sich vorstellen... Wenn so eine Zündkerze da drin steckt,
da springt dann der Funken über und soll dann so ein Gemisch aus einem fast nicht brennbaren Kraftstoff entzünden. Start zum Ende. Jetzt machen wir das Ding mal leer. Starte. Ja. Ich habe jetzt hier den Schlauch abgezogen, der vom Kraftstofftank kommt. Jetzt pumpen wir das Ding mal eben leer. Das wird schon weniger. Gut. So. Klemmen das hier. Ja, da ist ja jetzt noch ein bisschen alter Kraftstoff drin. So, dann machen wir hier den neuen drauf. Wir tun den da rein. So, jetzt haben wir hier natürlich noch. Ja, start mal. Stopp, ich hab vergessen drauf zu machen. Wir haben da oben ja noch relativ schlechten Kraftstoff drin. Ich habe vergessen drauf zu stecken hier die Spannung von der. Ich habe vergessen drauf zu stecken, die Spannung von der Zündung hier. Ich kann das Ding nicht anspringen. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Kraftstoff drin, da wird er jetzt auch relativ beschissen mit laufen. Ja, starte mal. Dann merkt man auch nicht, wie kacke der noch läuft. Okay, fass mal eben. Da ist jetzt noch der alte Kraftstoff. Okay. Halt nichts mehr. Nimm voll Gas. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Oh, jetzt müssen wir den natürlich noch ein bisschen einstellen. Jetzt muss er genau justiert werden mit dem CO-Tester. Im Leerlauf im CO noch eingestellt werden. Ja. Start zum Emium. Aber den müssen wir nachher noch mal genau einstellen. Aber man kann ja sehen. Ja, tolle Leistung. Ja, ich kann es ausmachen. Ja. Ja, also achtsam sein bei den Oldtimern, an die Oldtimer-Besitzer, alter Kraftstoff. Man sagt normalerweise nach einem Jahr ist so ein Kraftstoff kaputt, wenn der jetzt in der normalen Luft ist. Aber das ist auch der Grund, warum die meisten Leute, wenn die im Frühjahr ihren Rasenmäher versuchen wieder zu starten, genau. Der Sprit stand den ganzen Winter über da drin, ja. Der Kraftstoff, ja. Die springen einfach nicht an, die Dinger. Ne? Kraftstoff raus, Leitungen durchspülen, sauber machen, neuen Kraftstoff rein und dann normalerweise beim ersten Zock ist das Ding da. So, machen wir jetzt, müssen wir den natürlich auch machen, da muss der Kraftstoff raus aus dem Tank. Und dann füllen wir da neuen Kraftstoff ein, dann läuft das ganze Ding wieder. Ja, das war's heute. Neues aus der Werkstatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wenn ja, Daumen hoch. Abonnieren wäre auch nicht schlecht. Kostet euch nichts, außer dass ihr da die Infos habt. Und euch eine wunderbare Zeit. Gute Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.